Heute sind wir zu Besuch bei der Mainpost in Würzburg. Hier arbeiten ca. 900 Mitarbeiter. Unter anderem Mediengestalter, Drucker, Grafiker und vor allem Journalisten, wie auch Sarah Sophie Schmidt, die seit 2014 für die Mainpost tätig ist. Sie hat uns ihren Arbeitsalltag gezeigt und uns erzählt, dass ihr Beruf sie sehr begeistert. Vor allem die verschiedenen abwechslungsreichen Tätigkeiten. Man kann immer hinter die Kulissen schauen und zudem lernt man sehr viele neue Leute kennen. Und genau deshalb ist sie sehr glücklich in ihrem Beruf. Jetzt geht es weiter in die Druckerei. Hier wurde bereits 1945 die erste Mainpost gedruckt. Pro Tag werden bis zu 200.000 Zeitungen produziert. In diesen Containern befinden sich die Druckfarben, die in die Druckmaschine gepumpt werden. Hier werden die Zeitungen bedruckt, geschnitten und gefalten. Anschließend verpackt und zum Weitertransport vorbereitet. Von der Papierrolle bis zur Verpackung der Zeitung dauert es nur circa eine Minute. Und dann wird sie zu Ihnen nach Hause geschickt.